Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tuberwas Map zusammen mit Markus, Massi12LP und Nico. Hallo Leute. Einer hat letztens schon in den Kommentaren gefragt, ob das jetzt die neue Stammbesetzung ist. Ja, das habe ich auch so gelesen. Oh. Naja, nicht wirklich. Nicht unbedingt. Ne? Also Stammbesetzung ist Markus. Ja, Markus einfach Hauptrolle. Magst du mich einmal entkoppeln? Wie entkoppeln? Danke. Ach so. Entsperren. Ich war jetzt geistig gerade beim Thema irgendwie noch so von der kurzen Aufnahmepause bei PC-Lautstärke und magst du mich mal entkoppeln? Wie soll ich hier jetzt irgendwie die Gummipropfen in die Lüfter stecken oder? Natürlich. Aber die Animation von dem von diesem Wurfding hinten ist ganz nett. Das mag ich. Von dem Wurfding? Du meinst das Prallteller? Ja, genau, Prallteller. Das habe ich gerade irgendwie. Ja, von dem Wurfding, ne? Von dem Wurfding. Von dem Wurfding halt. Das Wurfding. Nee, da sitzt der Guten hinten dran und wirft die Gülle so. Und ich habe eine fette Animation auch. Also da sieht man wirklich, wie die Scheiße fliegt. Du hättest fast eine zweite Palette mitnehmen sollen, wir sind hinten gewesen. Ja, naja. Mhm. Also Feld 1 schaffe ich, glaube ich, komplett. Aber mehr schaffe ich auch nicht. Achso, ja, es geht sich schon aus, dass ich voll werde, oder? Weiß ich jetzt. Oh ja, es geht sich sogar aus. Der hatte nur 1400 oder 1500. Ja. Ich bin mal gespannt, wie der später in der Aufnahme klingt, dieser John Deere, der ja ein bisschen komisch irgendwie drauf ist heute. Mein John ist nicht komisch drauf. Ja, du hast ja eh den schicken, den dicken. Das schicke Dinge dick. So krass, wie es jetzt klingt, aber ich habe mir ja so eiskalt mal ein paar Screenshots nach von den Kommentaren gemacht. Und das hatte dieser Rock Susa geschrieben. Dies ist nun eure Stammbesetzung, wenn ihr so weitermacht. Was ihr hoffentlich macht, ja. Das Silo wird von Mal zu Mal schöner und voller. Auch paar 300 schon heute in der Vergangenheit für euch. Freue mich darüber. Skriptet für eure Ernten eure Silos am Hof um und schaut nach weiteren Silos, damit diese eindrucksvoller weiterlesen 17 Zeilen fail. Wirken bestimmt. Aber ich muss sagen, genialer Kommentar. Also ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr keinen so langen Kommentar mehr bekommen. Ja, das folgt nur noch 17 Zeilen. Ich schon. Leider nicht mehr. Also hast du den Kommentar gelesen unter dem Video? Ich glaube, du hast da gar nicht alle Zeilen vorgelesen. Nee, da fehlt noch ein paar. Ist sozusagen der Vorspann. Ja, das war auch ein kleiner Eindruck. Ich habe ihn komplett schon gelesen. Ja, der ist echt schön. Ja, dieser Unimopower Classfarmer hat geschrieben. Das ist bald hier schon ein Jahr, ne? Also. Guten, du machst das super. Du machst auch langweilige Sachen spannend. Und machst du nochmal so eine Anmeldung? Was auch immer er damit meint, ich weiß Wahrscheinlich nicht. Meint er das Mitspielen. Und ja, da kann man mich immer noch anschreiben und man wird dann in eine Skype-Gruppe eingeladen. Und da werden wir dann auch in Zukunft mal wieder, je nachdem wie halt auch gerade Bedarf ist. Also heute sind wir mit 4 Leuten quasi schon überbesetzt, muss man eigentlich sagen. Ja, bis jetzt noch nicht wirklich. Jetzt haben wir noch ausreichend Arbeit, glaube ich. Nein, wenn wir keine Maschine haben. Nö, momentan. Ja. Also Marci ist ja nur so ein bisschen so zwischendurch mal was am Machen. Marci, aber du kannst gleich mal mit Speedforce auch herkommen. Ja, ich komme. Dann kannst du direkt zu mir kommen. Ich habe auch nur noch 45 Liter im Tank. Jo, siehst du, ich bin halt jetzt so ein Pendler hier. Ich pendel ja, aber mit den Autobilis der Penner für alles. Ich bin der Pendler für alles, ja. Mit den Autobilis sonst eh keiner fahren. Der Markus zumindest nicht. So. Boah, ist auch schon krass, ne? Also das ist aber auch mal keine schlechte Idee, mal so ein bisschen in den Parts ein paar Kommentare vorzulesen. Ja. Damit die Leute auch wissen, dass wir auf die Kommentare eingehen. Ihr müsst mal alle richtig geile Kommentare schreiben, dann machen wir das mal, dass man wirklich so komplett mal einen Part nur einem Kommentar. Kommentare kommentieren, Show. Genau, so ähnlich. Da wollen wir natürlich nicht faken, ne? Wie nicht? Naja, also jetzt nicht Kommentare kommentieren, schon endlich, das ist nachher noch. Irgendwie kommt der voll über Titty Faker. Dann boah, ich merke gerade nur, dass ich nur 2 Stunden heute Nacht geschlafen habe.
Wie fandest du eigentlich die Goldrausch-Folgen? Ja, ganz interessant. Park hat gut also, was vorgelegt, ne? Ja, Park ist schon in Ordnung, aber der ist halt, Alter, der Hoffmann ist halt komplett unnötig. Der Typ, das denke ich mir in letzter Zeit auch immer. Das Schlimme ist ja, der mit seinen, jetzt fängt er ja mit den Diamanten an, aber der, wie will er die Diamanten raussuchen? Schauen sie jetzt nachher jeden kleines Körnchen durch, weil das müsste sie eigentlich. Halt, die können nur mit der Hand waschen jetzt nach, oder was? Ja, das ist so. Die können vielleicht irgendwelche Maschinen kaufen, die quasi so ein bisschen vorsortieren, was in Frage kommt für Diamanten. Aber so richtig. Ich weiß nicht, ob es so Maschinen gibt überhaupt. Ich sag mal, du kannst ja alles allein schon über einem Durchmesser von 20 mm oder so ausschließen. So dicke Dias gibt es da, glaube ich, gar nicht. Oder kannst du 30, 40 machen? Ich glaube nicht, dass so ein faustgroßer Diamant irgendwo ist. Du lass es jetzt mal durch die nicht am Feld stehen, Marci. Das geht gar nicht. Bleib da sicher nicht mitten am Feld stehen und dank. Naja. Du könntest es so machen, dass du einmal ganz normal durch die. Na, da bedanke ich sicher auch nicht. Ich meine, ich kann auch zu ganz in Ruhe zu Guten fahren und kann ihn erstmal betanken. Ja, dann fahr zum Guten. Okay, das kann ich machen. Ja, dann beeil dich. Du könntest es so machen, mal ganz normal das Material durch die Waschanlage durchlassen. Mhm. Und da ist mal das, was eigentlich im Sand hängen bleibt, aber das, was sie rausspülen, ja eigentlich auch schon teilweise wieder, könnte ein Diamant sein. Ja. Weil ich weiß nicht, wie das so einfach geht. Ich bin generell richtig gespannt, was daraus wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die in der nächsten Saison, wenn es eine geben wird, dass Dave ein Team in Alaska weitermacht und Todd dann in Afrika was sucht. Das wäre zum Beispiel, finde ich eigentlich richtig cool. Ich glaube in Afrika nicht. In Amerika, ist zu sorry. Gefährlich. In Amerika. Südamerika, okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, sie haben sich einfach zu leicht vorgestellt. Ja. Mit den großen Maschinen. Ja, ganz ehrlich, wäre das so leicht, hätte schon jemand gemacht. Ja. Naja, es geht schon, aber nur musst du da halt anders. Die glauben alles, ist die halt gerade der Hoffmann glaubt, dass komplett alles so wie im Klondike ist, aber ich finde, dort muss man ja schon, weiß nicht, wenn ich da so mit den großen Maschinen von Caterpillar anrück, dann weiß ich, okay, ich darf nur Raupen benutzen. Ja. Halt auch die wie heißen die Dumper? Müssen mit Raupen vor Laufwerken ausgerüstet werden, weil es einfach dort der Boden grundlos ist teilweise. Ja, das ist ja teilweise und wirklich dumm, gar nichts. Wie dumm er selber ist er dort. Mit dem Bagger da irgendwo in den Sand reinfahren, wo du siehst, dass da ja nicht. Und vor allen Dingen auch wieder da auf seine Leute und so. Ja, er ist komplett. Aber ich glaube einfach, dass es so in der Kreide steckt, wenn das nicht funktioniert. Ja. Ja, ich glaube auch mittlerweile, es gab ja immer das Gerücht hier von wegen Volvo und so mit diesen ganzen Sponsoring-Geschichten. Ich glaube, das wird eher so sein, dass die eine Kaution hinterlegen müssen oder so, weil da wurde auch irgendwie in einer Folge drüber gesprochen. Der hat ja irgendwie was gesagt von wegen, die Kaution ist hin bei dem Bagger, dass da gar nichts gesponsert ist von den Firmen. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie Verträge haben, die dürfen die 3 Jahre lang benutzen und danach gehen die zurück an Volvo oder so. Ich glaube, dass die einfach die Maschinen kaufen müssen, ganz normal wie jeder andere. Nur, dass sie vielleicht mit einem anderen Leasingvertrag oder sowas bekommen haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie die wirklich komplett neu gekauft haben und Vollpreis bezahlt haben. Ich glaube schon. Ja, warum? Weiß nicht. Die haben ja mittlerweile eigentlich alle nur noch Volvo bei den Baggern. Ja, außer die Dakota, oder? Nee, der hat auch einen Volvo mittlerweile. Das stimmt ja. Vielleicht der letzten Saison oder sowas hatte der den. Ich glaube schon, dass da irgendwie spezielle Verträge mit denen laufen. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Jetzt ist der wieder weg. Mit den Zuschüssen davon eurer, von dem. Da will man den betanken und dann ist er weg. Feld 7 ist schon komplett gedüngt. Nein, gehst du, ja, weiß das nicht. Das hab ich schon gedüngt. Wie sieht's mit 10 und 15 aus? Sind die schon beide gedüngt? Glaub nicht. Okay, dann dünge ich da noch. Also ich war da nicht. Okay, dann kannst du da nämlich gleich. Ich bin gespannt, wie es jetzt wirklich mit den Dakota weitergeht. Ich fand das auch gut. Der Kommentar war auch noch geil. Von TDTM. Kann das. Oh Gott, das ist die Fragestellung gemeint. Kann das Guten jeden Tag. Was? Kann das. Warte, okay, nochmal.
kann das Guten jeden Part gefühlte 300 Mal sagt, wie schön der Jaguar ist, Textur, Animation, etc. Guten, wir wissen jetzt mittlerweile, wie schön das Teil ist und man kann es ja auch sehen. Ja, in bester Qualität. Aber leider dann nur bei Markus Let's Play, weil bei mir ist ja alles noch wischiwaschi. Wischiwaschi? Also wenn ihr mal Bock habt auf knackig scharfes Landwirtschaftssimulator, müsst ihr mal bei Markus vorbeigucken. Das ist noch ein Dickschäfer als 4K. Ja. Ah, eigentlich müsstest du 4K und CRF19 machen. Boah, da werden, kann ich durch das Gehirn oder dein Ihr downloadet euch. Ich glaube, dann kommst du, kannst du einfach die Partgröße mal 2 nehmen oder so bei dir. Weil die sind jetzt schon 6 GB hier. Ja, hast du da 12. Habe ich 12 und die Roderdei hat 20. Glaube ich, circa bei einer Viertelstunde. Bei mir hier? 45 GB, Blödsinn, 40, ja. Schon ein bisschen mehr. Aber 20 hat's bei dir jetzt. Ihr seid doch alle irre. Ich weiß gar nicht, warum die bei dir bei der DZ so klein sind. Bei mir waren meine DZ-Parts hatten auch immer 40 GB oder so pro Part. Keine Ahnung. Material. Ich kann's halt. Es liegt wahrscheinlich an einem Afterburner. Das kann möglich sein, ja. Oder du hast obwohl, ich nehme mir im Endeffekt den gleichen Codec auf wie du. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Hat den anders konfiguriert irgendwie. Ja, na, oh ja, weißt du, aber nein, eigentlich, ich nehme sogar konstant mit 30 FPS aus. Halt, eigentlich müsste ich sogar größere Parts kriegen als du. Ja. Weil du nimmst ja nur die FPS auf, die du hast. Genau. So irgendwie habe ich das einmal verstanden. Ja, ja, so macht Dexo das normalerweise. Obwohl man das ja auch umstellen kann, angeblich irgendwie. Ja, Markus, ich habe mich da nicht drum gerade bei Feld 1. Ja, da wo halt Mais hingehört. Feld 10 und 15 müssen auch noch gegrubbert werden, ne? Na, oder? Dann fahre ich nämlich jetzt erstmal zu Markus. 10 und 15 müssen noch, herum, ja. Dass er eben alles habt ihr noch gesagt, dass das nicht gegrubbert werden muss? Ich glaube, das sind alle schon. 10, 15, die beiden Kleinen am Hof sind noch nicht. Stimmt, ja, die fehlen noch. Aber sonst alles. Ja, ich sehe jetzt erstmal dich hier unten fertig, dann fahre ich da oben hin mit dem Grubber. Ja, du musst ja sowieso mit der Sämaschine nachher zum Hof zurück. Ja. Normalerweise müsstest du ja mit der Ladung fast auskommen. Mit den Feldern jetzt. Eigentlich, wir haben genau. Jetzt auch den Ertragsmod drin mit den veränderten Saatmengen. Mhm. Das sollte eigentlich schon was bringen. Ich finde den Gülle, diese Gülle-Geschichte aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil dadurch, dass das bei den Schwenker ungleichmäßig verteilt wird, haben wir halt etwas weniger Ertrag auf der gesamten Fläche. Und das simuliert dann vielleicht etwas einen schlechteren Boden. Geht's dir ruhig schön. Ja, ja. Wir müssen jetzt eh nachher mal das BGA leer fahren mit der Kühle. Ja, ich weiß gar nicht wohin damit. Auf die Felder. Ja, kriegst du gar nicht alles weg mit einem Güllefass. Da sind, was war da drin, 700 Kubikmeter oder so? Und wir haben 18 Kubikmeter Fass. Also, wir haben hier ein Unternehmen, die schaffen mit einem, was war das, ich glaube, 25 oder 30 Kubikfass. Schaffen die in einer Stunde mit 2 Zubringern 100 Kubik. Und am Tag haben sie mal 1000 geschafft, so. Ja, 10 Stunden abfahren. Ja. So. Aber wenn du das toppen kannst, dann weißt du, was du geschafft hast mit dem 18 Kubik Fass. Das stimmt. Ich würde sagen, im Feldrand-Container, auch wenn wir jetzt gerade nicht mehr Gülle fahren, der kann da eigentlich stehen bleiben, oder? Ja, ja, ich kann auch stehen lassen. Danach irgendwann noch einen zweiten und dritten. Ich kann ihn auch abholen. Hä, wofür braucht ihr so viele Feldrand-Container, Leute? Die bleiben einfach dort stehen, gleich. Ja. Boah, da habt ihr aber ein bisschen Geld, ne? Ja, ist aber eigentlich kostet auch... Kostet 15.000. Ja, aber ich meine, keiner lässt seinen Feldrand-Container in irgendeinem Feld stehen, also... Hast du eine Ahnung? Teilweise schon. Ja? Ja. Irre. Weil so ein dummer Feldrand-Container kostet meistens nicht viel. Und ganz ehrlich, den wegzukriegen, den kannst du auch kaum klauen. Da musst du selber schon entsprechende Geräte haben. Ja, ein Auto, ganz genau. Ein Auto? Ja. Hinter dem Ding. Naja, das ist leer. Das hat, Container hast das du hat, da auch mit dem Unimog hingezogen. Das hat vielleicht 1500 Kilogramm, das ging in das ganze Ding, oder 2000. Überleg mal, da passen 50 Kubikmeter rein, oder 60. Und ja, das, aber es ist Leichtbaukonstruktion. Das ist doch Stahl, oder? Ja, aber das ist gefalteter ja Stahl. Also,
Das ist ja sowieso Well. Das ist doch mehr so wie die Container auf dem Schiff sozusagen. Ja, aber die haben ja auch kein Gewicht. Also ich schätze auch nicht, dass das extrem viel wird. Und ich meine, du kannst ja mit einem ordentlichen Auto, kannst ja trotzdem auch so einen 2 Tonnen Anhänger ziehen. Also ich schätze mal, das wird wohl. Das Einzige, was du brauchst, ist halt eine Hydraulik, weil die haben ja, glaube ich, keine Hydraulik an Bord. Die nehmen ja zum Reifen runterlassen nachher die Hydraulik. Ja. Ja. Gut, nimmst du den kleinen Schlepper, kriegst du das Ding weg. Also der Unimog müsste das Ding aufgezogen. Ja, genau, du mit eurem mit Unimog. Ja, aber auch um 100 PS mit dem Gewicht vorne drin dürften sie es eigentlich schon ziehen. Da hat Marcy gleich mal so Unrecht. Weißt du, was jetzt eigentlich schon mal gezogen werden darf? Ja. Das Ende des Partys. Wer möchte die Abmoderation machen? Das wird jetzt gezogen. Also ich bin's nicht. Ich sehe schon, es bleibt wieder an mir hängen. Ist ja auch dein Projekt. Gut, dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal mit diesen weisen Worten. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja.